Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Terraria. Mit mir dabei, irgendwo da in den windigen Höhen, ist der Halkorik. Servus und hallo. Ebenso neben oder relativ nah bei ihm ist der Anoholic. Moin moin. Und mit mir hier unten in den Katakomben, sagen wir mal so, ist der Heisen Kenny. Guten Tag. Was ist das jetzt nochmal mit Heisen auf sich? Und neben sie stehend ist der Dago. Neben mir stehend, genau. Eisenkenny auf sich hat. Kennst du die Serie Breaking Bad? Namentlich ja. Es gehört zu den drei Serien, die ich unbedingt gucken möchte, aber noch nicht zu kommen. Ja. Das wäre Breaking Bad, Games of Thrones und Homeland oder Homefront. Als du wirst ihn erkennen, wenn du Breaking Bad guckst. Ja. Weil. Alter, die Serie ist mega geil. Ich habe jetzt heute, also jetzt in den letzten zwei oder drei Tagen, habe ich glaube ich 3 Staffeln geguckt oder sowas. Boah. Und ich freue mich drauf, wenn es heute Nacht weitergeht. Wir hören auch gleich auf, Kenny. Ist kein ihr habt alle echt, ihr habt alle keinen Real Life mehr, ne? Wenn es heute Nacht weitergeht. Ich habe Urlaub, also ich habe gleich einen. Ach so. Aha. Ja. Aha, ha, 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 hi. Balbo, schickt mir nochmal den Link, ich finde diesen Schaltplan nicht mehr. Kenny muss seine Pornos nicht in der Bahn gucken. Wenn man keine Zeit hat, weil zu Hause die Leute drängen, kommt Terraria, dann muss man den anderen Kram vorher erledigen. So. Na, Straße. Ist das Thema endlich mal weg? Ja. Das wird immer wieder Kram. Das wird immer wieder aufkommen. Das wird immer wieder aufkommen. Den Link habe ich nicht. Und nebenbei nehme ich auf, ne? Warte, Arno, ich schick das mal eben im Skype. Ja, ich hab's gerade gefunden, ich hab gerade den Terraria-Chat durchgeforstet. Ist ja nur einen Monat her. Geht ja noch. So. Also, die vorderste. Das längste. Ja, das längste von der Enterprise ist 2 Etagen gleich groß. Danach geht's sehr weit zurück. Okay. Endlich ungefähr auf das Niveau, was vorher. 1, 2, 3. 4 Etagen da über war. Das heißt, es geht nicht pyramidenförmig vorne zu, sondern von oben und dann, und dann sehr weit zurückversetzt. Schnell zurück. Und dann wieder auf das Niveau von der Gondel oben, also von dieser Glocke. Von der Brücke. Glockenbrücke. Also, das ist ja nicht mein, ja. Nur in deinen Gedanken, aber okay. Mir gefällt's dort. Oh Gott. Kenny, wir sind raus, oder? Dass wir die beiden in ihren Gedanken schwelgen, hier. Gegenseitig wegen mir. Weißt du, auf meinem bin ich mit dabei. Ich meine, jetzt bin ich. Ja, ich meine. Tschüss, Dago. Jo, mach's gut, tschüss. Ja. Wo waren wir? Glocken. Glocken. Das hübsches Stück Altmetall, das ich kenne. Genau. Ja. Ja, kann man so sagen. Gut, okay, ich komme mal zurück in die Grame. Wo warst denn du die ganze Zeit jetzt? Mensch. Bei den Glocken. An den Glocken. Alles klar. Im Gamma Sutra. System, ja, total. Das Gamma-Sutra-System. Alpha, Beta, Gamma, Sutra. Ja, ich wollte das neue Sierra-Manöver mal austesten. Ich wollte eigentlich nur jemanden umlegen. Die Frage ist, wie weit... Okay, was machst du gerade, Anno? Die eine Etage anpassen, dass sie genauso lang ist wie die andere. Mhm, und dann die anderen kürzen. Genau. Jetzt wäre es nur interessant, wie es links davon ausschaut. Lass doch erstmal die eine Seite fertig machen. Aber es wäre interessant. Interessant ist schon. Soll ich mal alle 42 Etagen runtergehen? Also alle 42 Etagen anbauen? Um wenn du sonst nichts zu tun hast, ja klar. Jetzt schauen, wie weit wir kommen. Wie viel Kenny noch abbauen muss. Also ich würde sagen, bis dahin, wo der Fahrstuhlschacht endet, oder?
Nein, nur mal damit die was zu tun haben da. Gefühlt ja. Da sind wir gleich übrigens. Da wo der Fahrschulstart endet, unten bei der Lava? Ja. Da seid ihr im Leben nicht, ich sehe die Karte. Doch, ne, ich sehe schon rot. Ich sehe schon rot. Ja, ich sehe auch schwarz für uns. Siehst du? Ja, siehst du? Dieser Schwarzmaler. Ach, bei euch oben auch, ja? Ja, ja, das nennt sich Weltall. Ah. Nee, da wo ich bin nicht mehr. Die Enterprise stürzt ab. Bist du etwa schon in blauen Gefilden oder was? Die Schwerkraft in der Unterschied. Ja. In the blue. I'm blue. Da war die dabei. Oh, ich werd angegriffen. Im Kartenmodus ganz blöd. 2, 3, 4, 5. Stell dich halt an, Anno. 3, 4, 5. Aha, 4, geh weg. Ich muss Enterprise bauen. Hab keine Zeit für dich. Sorry. Ich hab keine Zeit hier, Mensch. 4, 5. Geh weg, Harpier. Mit dieser Harpien, ne? Echt? Sitz Platz aus. Die neuen Tauben. Taube reloaded. 3, 3, 4, 5. Sicher gerade voll spannend für alle Zuschauer, sorry. Total, ich glaube, bei uns allen ist gerade total spannend. Kenny und ich bauen Erde ab. Ja. Ich glaube, wir nehmen nur noch wir auf, Dago, oder? Ja. Schön. Was machst du gerade so? Nichts Spannendes, lass mich raten. Taubenschreck. Buh. Taubenschreck. Harpien fangen. 3, 4, 5. Weg da ab. Verpiss dich. Brauchst du irgendwie seelische Unterstützung? Valvo. 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 Ja. Die sind doch auf der anderen Seite der Glasscheibe. Was hast du denn? Geh rauf und bau weiter. Mei, da stellt sich einer an, ey. Kenny, siehst du diesen Wasserblock auch, der da steht bei mir? Was? Bei dir steht ein Wasser? Dann geh halt aufs Klo, Mai. Nein, hier, ich hab den Erdblock daneben weggebaut, aber das Wasser will nicht abfließen. Ja, kann das an dem Lehm liegen? Valvo, die Safe Area war mal. Go Valvo! Go Valvo! Go Valvo! Ja. Wow! Da flieht er wieder. Brauch mal dringend Lebenspunkte. Wofür? Das. Zum Überleben. Lebenpunkte? Lehmpunkte. Ich könnte dir Lehmblöcke anbieten. Vielleicht hilft dir das. Du bist ein Belehmert. Das ist voll lehm, was du da gerade machst. Ja, das ist voll lehm. Also das Coole ist, dass die wirklich alle von links kommen. Das sind keine Österreicher. Oh, nochmal, das kommt. Das Niveau erreicht gerade seinen tiefsten Punkt seit Beginn der Aufzeichnung. Valvo, passt das so? Ging schnell. Schau mal auf der Minikarte, passt das so? Hell? Ja. Oder soll's noch einen weiter zurück? Nee, ne? Doch, ich würde ihn fast noch einen weiter zurück machen. Okay. Ja, aber sonst sieht das schon schick aus. Kann man hier eigentlich Wasser transportieren? Nee, ne? In Eimer. Nicht Eimer? Ja, gibt's sowas? Ja. Das ist cool. Lava und sowas vermutlich dann auch. Nur 7 oder 5 Eisenblöcke in Form eines Trichts. Ah nee, das war Minecraft. Falsches Spiel. Frag mal Valvo. Außerdem brauchst du dafür 7. 1, 4 und 7, 3, 6, 9 und 8. Spiel schon wieder Lotto, ja? Ja.
Ist doch wieder Mittwoch. Echt? Straßenbahn und Lotto Mittwoch. Was du nicht alles in der Straßenbahn machst. Lotto spielen, Pornos gucken. Alles gleichzeitig am besten noch. Alles zusammen. Warten Sie, bleiben Sie mal ganz kurz in der Leitung. Ich muss ganz kurz in Porno weiter gucken. Das ist gerade spannend. Ja, jetzt kommt die spannende Stelle. Ich bin kurz vor dem Höhepunkt. Ja. Kurz vor dem Höhepunkt des Films, ja. Ich will wissen, ob sie heiraten. Ja. Ist ein Frauenporno aus Versehen ausgeliehen oder was? Ja, total. Ich will wissen, ob sie heiraten. Ja. War die ganze Zeit so romantisch. Und sie lebt glücklich bis zum Ende des Höhepunkts. Tada! Total. Na komm, scheiße. Was? Kama Sutra? Die Reise in den Kama Quadranten mit Seven of Nine und. und Diana Troy. Ach ja. Okay, und jetzt. Nunu, was macht ihr jetzt? Nix. Ich kümmere mich um schleimige Dinge. Was? Wie? Was? Wenn du es jetzt so weit baust, Anno, dann müssen wir die zwei oberen Decks doch nochmal eins verlängern, oder? Wie die zwei oberen? Die, was genau ober dir sind. Die, was du gerade reduziert hast. Was ist denn das? Nein, das ist doch richtig so. Ja? Okay. Passt. Wenn du sagst. Hauptsache Anno checkt durch. Ja, Anno checkt's. Anno Bob, der Baumeister, muss es. Anno Bob. Ja. Bob. Da, da. Gut. Ich glaube, ich rufe mal auch mal die Karte auf, wie es da aus, wie es da weitergeht. Links vom Turbolift. Alter, hier links von diesem Glasding, da ist aber eine große Harpienversammlung, ne? Ja. Das Jahrestreffen hier gerade. Das ist romulanische Zone. Romulanische Zoo. Wohnende. Erinnert mich daran, dass wir eigentlich mal irgendwann Final Unity weitermachen müssen. Ja. Endlich, finally quasi. Wollten wir nicht doch mal Movies machen? Ja, ist jetzt ausgefallen, Gott. Kann man ja nicht so viel machen. Anno, ja, ich habe heute keine Zeit. Irgendwie so, Anno zockt Europa Universalis, alles klar. So viel dazu. Deswegen habe ich mir so extra Zeit genommen, ne? Ich habe rechtzeitig Bescheid gegeben. Ja, rechtzeitig, genau. An dem Tag. Ja. Gut gemacht. Ich hätte mir auch einfach nur nach Hause gehen können, meinen Laptop schnappen können, abhauen können und nicht Bescheid geben können. Ich war so freundlich, ich habe noch Bescheid gegeben. Danke, Anno, danke. Ja. Vielen Dank, oh guter, großer Anno. Ja, betet mich an. Kniet mir zu Füßen. Nee, das müssen andere machen. Das, nee. Das ja. Nein. Ich mach mal einen kurzen Cut und guck mal auf die aufs Bild. Müsst jetzt alle bei mir weiter gucken. Der letzte Schleicher. Gut, das sehen eh nur die, die bei mir gucken, weil du schon drauf gedrückt hast, ne? Stimmt. So gesehen. Schleichwerbung light vielleicht. The final Unity. Feine Schleichwerbung. Das war die letzte. Ich bin echt schon gespannt, wie es bei Final Unity weitergeht. Ich hab's schon wieder vergessen. Kennst du es nicht, wie das Spiel weitergeht? Nicht im Detail. Hast du es jemals durchgespielt? Ja, klar. Ich weiß schon noch, wie es weitergeht. Oder wo wir wieder hinkommen, aber die ganzen Rätsel weiß ich nicht mehr im Detail. Schon so lang her? Das sagt ihr jetzt nur so. Und wenn es dann wieder irgendwie das komplizierteste Rätsel, was es jemals gab, ja? Kenne ich, weiß ich. Ohne eine Frage zu stellen, dann geht er zum Tor, drückt die fünf richtigen reinvollen Knöpfe und das Tor geht auf. Mhm. Ich hab's offscreen gespielt. Ja, genau.
sie offscreen schon mal gebaut. Alles. Und ich poste das auch nochmal, dass das alle haben. Oh ja. Wenn es wen interessiert. Ich hab's doch gefunden. Super, ey. Hat uns viel gebracht. Fand die auch. Ich auch. Okay, what the fuck? Wo sind wir da? Was ist der Turbolift? Okay. Bin ich froh, dass ich einfach Erde farmen kann. Ich fühle mich selbst damit schon überfordert. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Aber du mich auch. Habe ich jetzt gerade ernsthaft einen Schneeball auf ein Auge geworfen? Ist auch nett. Stirb! Ihr lauft bei mir auf der Minikarte nur noch in so schwarzen Flecken rum. Ja, bloß weil du da nicht warst. Weißt du was, dann komme ich jetzt einfach mal zu euch. Ja, super, ey. Wer baut hier? Viel Spaß, Valvo. Komm, ich habe hier 7 oder 8 Etagen gebaut. Irgendwas kann... Hallo? Ich will ja auch mal in Darus Aufnahme erscheinen. Also 42 Decks. Ja, dann laufe ich mal weg. Ja. Hanno, willkommen. Ich laufe mal weg. Soweit ich nach links rüber kann, wie nur geht. Nein. Oh Gott, er kommt immer näher. Lauf, Dago, lauf. Erinnert mich wieder an Dark Souls. ach, stimmt, ich habe ja hier zugemacht, ne? Du kommst du gar nicht mehr. Nein, verdammt, ja, der ist dabei. Du kommst da nicht rein. Okay, das nächste Deck wird dann extrem lang. Okay. Dago! Das ist schön, dass du mir Licht machst. Hallo! Auge, hinter dir. Sollen wir euch allein lassen? Wolltest du es von mir erfährst? Klingt wie ein schlechter Bollywood-Film. Dago, hallo! Nein, sie singen noch nicht. Ich weiß nicht, ob das man als ob das als Singen durchgeht, aber. Naja, es wird dort auch als Singen gewertet eigentlich. Richtig. Also sollte es bei uns dann weniger wert sein, weißt du? Naja, bei unserem herkömmlichen Standard, den wir sonst singen. Ja gut, aber dann ist das nicht viel besser. Schlechter, wie auch immer. Außer, dass es da nicht so auffällt, wenn wir schief fliegen. Das stimmt. Dinge, Ding, Ring, Ding, Ding. Ring, mein Ding. So. Blub, blub, blub. Ja. Auf dass wir alle ersaufen hier. Und wie ist Europa Universalis anno? Gut. Ohne uns. Ja. Oh, ist ja gut, ey. Darf man auch ein Privatleben haben? Meine Fresse, ey. Heutzutage nicht. Das wirst du die Straßenbahn. Ja, genau. Das ist auch ein super Schlusswort. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, und bis der andere das nächste Mal kommt, ja. Ciao, ciao. Und die Moral von der Geschichte, wenn dir das nächste Mal jemand in der Straßenbahn Porno anbietet, jemand in Porno schauen sieht, dann lasst ihn, er hat sein Privatleben. Ja, genau.